Was noch ein ganz wichtiger Standteil war im Januar, war die Hallenplanung. Da kann man einmal nochmal sagen, um es nochmal klar zu haben, die Halle, wo die sich genau befindet, ist außerhalb von Buenos Aires in einem Vorort in Benavides, und zwar auf dem Gelände von der Fundación Ochsenfort. Dann, wie genau die Halle gebaut wird, wie die Pläne sind, da wird jetzt Juri einfach ein bisschen was drüber erzählen, da er sich ganz, ganz intensiv im Januar damit beschäftigt hat, das alles durchzurechnen und zu zeichnen. Und genau. Let's go. Entscheidend ist, dass wir gewisse Verwendungszwecke hatten, oder das ist eben dieses Drei-Säulen-Prinzip, gibt den Schulungsraum, das Musterhaus, um Elemente späterer Häuser zu präsentieren, und Schattenspender, die Halle als Schattenspender. Und um das zu verwirklichen, galt es einmal, eine gewisse Spannweite zu überbrücken und nicht eben alle 2 Meter einen Ständer hinzubauen. Dadurch entstand die Idee, dadurch entstand die Idee, dieses Rahmenkonstrukt zu wählen, um eben diese Spannweite zu überbrücken. Außerdem sollten diese Säulen, die man hier an beiden Enden des Rahmens sieht, aus ehemaligen Lichtmasten entstehen, die bereits gegeben sind. Und diese Rahmenkonstruktion soll aus Stahl-Hohlquerschnitten, also Vierkant-Hohlquerschnitten entstehen, für die Überbrückung dieser Felder, um eine Unterkonstruktion, also von Rahmen zu Rahmen, um eine Unterkonstruktion für das Wellblech zu produzieren, haben wir das Hartholz ausgewählt. Und die ganzen Verbindungspunkte, naja, da gab es eben auch Dinge, die man so fand auf unserem Platz, wie solch einen Winkel, der als Halterung für die, oder als Lager für die Fetten später dienen soll. Oder der Gedanke war, zum Beispiel einen solch langen Winkel in Teile zu schneiden, sodass man, das hier gut, da fällt ein bisschen Müll an, aber dass man diesen Teil zu einer Fußplatte verbindet für die Stützen und diesen Teil des Winkels eben als, wie hier dargestellt, Fettenauflager. Knifflige Punkte waren dann noch die Verbindung zwischen Träger und Stütze oder zwischen Fette und Fette und Rahmen, wo allerdings nach und nach Lösungen gefunden wurden in Form von eben von Winkeln oder Stahlteilen, die auf dem ehemaligen Tennisplatz zu finden waren. Ja, weiß auch nicht. Jo, 10, 9. Noch irgendwas mitteilen der Welt? Irgendwelche Verwandten grüßen? 4, 3. Ich grüße meine Mama. Am Ende kann man vielleicht noch sagen, dass wir uns gefreut haben über alle positiven Feedbacks zum ersten Video. Es hat ja auch lang genug gedauert, bis es mal draußen war. Wir haben einfach, bis das mal alles geklärt war und wir das Hochgeladene gehabt haben, erstmal vor allem, weil wir einfach ein relativ langsames Internet haben und das einfach ganz oft auch ausfällt und dann startet der Download automatisch, nicht automatisch wieder an der gleichen Stelle, sondern wir müssen von vorne anfangen. Da haben wir ungefähr eine Woche gebraucht, bis der mal oben war. Genau. Vielen Dank und merci beaucoup. Wir hoffen jetzt, dass langsam alles so ein bisschen klar wird und also was wir hier machen und wo wir sind. Und wenn es Fragen gibt, irgendwie, wenn manche Sachen nicht klar sind, dann einfach immer schreiben. Und info@casacresciente.com. Was auch noch, was wir noch probieren werden, ist vielleicht in den nächsten Monaten einfach mal ein bisschen mehr auf Anna Ochsenfort, die Präsidentin von der Fundation, in der wir hier angesiedelt sind, ein bisschen zu berichten, dass also Fundation heißt Stiftung auf Deutsch. Genau. Nur, dass es klar ist. Genau. Und ja. Ciao, wie Moskitos! Und ja.
Dann bis bald. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Bananenblues. Den Bananen, was man haben muss. Das ist doch super. Einfach doppelte Haferblues. In eine Banane, das ist, was man haben. Sich zur besten Party durchgefragt. Sei mal nicht so verklemmt, dieser Sound.